Drei gewöhnungsbedürftige Lifehacks für Kaffee- und Teetrinker. Ein getrockneter Teebeutel zum Beispiel neutralisiert hervorragend Gerüche. Einfach ein paar Stunden so stehen lassen und der riecht wieder wie neu. Wer aber lieber Kaffee statt Tee trinkt, kann den Kaffeesatz einfach als natürlichen Dünger für die Pflanzen verwenden. Und etwas ausgefallener mit dem Rest des Kaffeesatzes kann man sich nämlich ein natürliches Gesichtspeeling herstellen. Dazu nehmen wir einfach 3 Löffel getrockneten Kaffeesatz und vermischen das mit einem Esslöffel Öl. Und dann tragen wir das Ganze wie beim herkömmlichen Peeling auch großflächig aufs Gesicht auf. Und die Haut ist danach glatt wie ein Babypopo.